Seit der letzten Jahrtausendwende ist eine intensive Freundschaft zwischen dem CVJM Nordbund und dem YMCA Southwest India Region in Kerala gewachsen. Kerala ist ein Bundesstaat mit 30 Millionen Einwohnern im Süden Indiens und Heimat der größten christlichen Gemeinde des Subkontinents. Es ist bekannt für seine gebildeten Bewohner, wunderschöne Flusslandschaften und Kokosnüsse. Im September 2006 sind 5 Mitglieder des CVJM Nordbund, ausgestattet mit Jugend und äußerstem Tatendrang, zu einer Jugendbegegnung dorthin gereist. Wie Filmfest in Oldenburg. Ich freue mich, dass es jetzt losgeht mit diesen 5. Ich bin da absolut zuversichtlich, dass das eine ganz fantastische Zeit wird da in Indien. Nervös bin ich bisher noch gar nicht. Das war nur vorhin einmal kurz auf dem Weg zur Straßenbahn. Heute noch mal gearbeitet, dann 3 Stunden Verspätung mit dem Zug gehabt. Bin dann doch irgendwann in Harburg angekommen. Dann Erich hätte fast den Sunderhof nicht gefunden. Ja, ich bin auch irgendwie noch nicht drin, weil ich das noch gar nicht realisiert habe, dass das morgen wirklich losgeht. Und ich glaube, das merke ich auch erst, wenn ich im Flugzeug sitze und dann geht es erst richtig los. Jo, ich bin seit einer Woche mit der Vorbereitung dabei. Hab jetzt auch genug Handtücher dabei. Ja, nervös war ich gestern. Und jetzt geht's los. Also hinten ist hier Paris Charles de Gaulle. Es ist 10.53 Uhr. Es geht in 40 Minuten los. Ich fühle mich nicht besonders müde, ich bin aber auch nicht besonders aufgeregt und ich bin gespannt, wie es gleich im Flugzeug ist. Etwas müde, wenig getrunken, Kaffee war scheiße, das war mal kein ausreichendes Frühstück, Essen hier ist teuer, aber ich denke mal, jetzt wird ein Genuss. Okay, Koshi und ich sind jetzt hier beim Tischler und das ist unglaublich anstrengend, hier denen zu erklären, wie wir es haben wollen. Aber ich denke mal, es wird dann im Endeffekt ein Vollklapper rauskommen. Man muss ihnen also jedes Zeit die Einzelnen erklären. Die Zeichnungen sind so für sie nicht gelesen, aber das können sie noch lernen. Stimmt's, Koshi? Stimmt. 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 Gut. The very first hour in India. Matze, was schreibst du denn jetzt? Ja, ich schreibe jetzt Tagebuch. Ja, das sind die Realities of India. Mittagessen üppig. Ich denke mal, morgen mal werde ich auch mal über die weitere Ernährung nachdenken, dass es nicht voll nach vorne losgeht. Ja, danach, das halt eigentlich das Highlight des Tages, eben gerade noch bei den Kindern gewesen, mit denen, weiß ich wie lange waren wir da, 2 Stunden, gefeiert, Spielchen gemacht, Lieder gesungen, 50 Hände geschüttelt. Namen gehört, wo ich jetzt keinen einzigen von wiedergeben könnte. Ja, und dann ein Essen. Mal wieder. Lecker. Ohne Besteck. Ohne Besteck. Wir haben uns tapfer geschlagen. Sogar Rüschli hat nur mit der rechten Hand gegessen, wie es sich gehört. Ja, das war also die Feuerprobe. Wie viele würde ich sagen, ist schon leer?
weiß ich, 15. oder sowas, weil ich finde, man hat schon an einem Tag so viel gesehen. Ich habe heute auf die Frage geantwortet, how is your country? Ich habe lange überlegt, was man darauf antworten könnte. Ich habe in Deutschland keine Antwort darauf gefunden, aber er war zufrieden, jedenfalls wusste er nachher alles, jedenfalls dachte er, er wüsste alles. Ich finde den anderen fand ich besser. Das nächste ist so unregelmäßig. Wir sind noch in Bangalore, letzte Nacht hier. Ich muss sagen, also die indischen Kinder in der St. Mark's Cathedral können super singen. Okay, children. The song is quite simple. It's called Amen. Louder, you can do it louder. Amen. 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 Younger than the mountains, growing like a breeze. Capri Road, take me home. Ich glaube, das Highlight heute war der Besuch im Kinderheim, oder? Also bei den AIDS-Weisen. Matze? Matze, alles klar? Ja, also jetzt so ein Futterexperiment. Wir versuchen Matze nach und nach mit scharfen Sachen zu füttern, um einfach zu gucken, was Menschen so aushalten können. Und Matze hält sich eigentlich ganz gut, aber das ist ja jetzt auch erst der zweite Tag. Ja, ja, also die AIDS-Weisen, die Kinder sind fröhlich. Es war ein komisches Gefühl vorher, so wir haben mal drüber gesprochen. Irgendwie, ja, Kinder, bei denen man weiß, die haben AIDS, die haben nicht so lange zu leben wie du und ich. Die Kinder sind fröhlich. Die meisten wissen es auch, dass sie AIDS haben, kommen damit klar, gehen auch in normale Schulen. Wir haben viel mit denen gespielt, den gordischen Knoten. Sie haben die Regeln nicht verstanden, aber viel Spaß gehabt. Ich fand es aber nur spannend. Nee, was sind das für Chips? So, heute ist der 11. September und wir hatten heute den letzten Tag in Bangalore und angefangen hat der Tag damit, dass wir eine PowerPoint-Präsentation von Solomon vorgeführt bekommen haben, das über das Kastensystem in Indien. And the third model probably is a boat model. You know, it's like a boat. And like your Titanic. There are people still fallen on the ocean. They are all over the place. And then he makes a choice to be one, and he makes a choice number two, and the three is left behind. Und er hat uns sehr interessante Sachen gemacht und hat die auch immer sehr anschaulich an der Tafel erklärt und gezeichnet. Dann sind wir mit Rikschas abgeholt worden und haben eine spannende Fahrt durch die Bangalore Innenstadt gemacht. Leon needs all this team leader as a garland. Okay. Ja, dann ging es zurück ins UTC und dort haben wir gepackt und alles fertig gemacht und haben uns dann zu einer Abschlussrunde zusammengesetzt und nochmal die letzten drei Tage reflektiert. Und es ist herausgekommen, dass es uns allen sehr gut gefallen hat und sowohl uns als auch den Indern selber. Und dann sind wir zur Railway Station gelaufen und sind in diesen Zug eingestiegen, in dem wir jetzt die nächsten 12 Stunden verbringen werden. Und das wird, glaube ich, sehr spannend.
Say a big hello to all our friends in Kerala and also to Eric and team back in Germany. You have a good time. Okay, bye bye. On all of you. Bye. Okay, see you. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Yeah, right. Guten Abend, friends. I'm feeling very comfortable with German guys. They're in United Theological College in Bangalore. So it was a wonderful time with Bayon, Sushila, Kilion, Diana, and Matthias. Was hier noch wird. Ich denke mal, wir werden hier noch so die ein oder andere Stunde zubringen. Aber wir bringen den Krökler nach Indien. Und jetzt bringe ich ihm das mal bei. Wie heißt es? Krökler. Table Soccer. Krökler. 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 Means Table Soccer. Yeah. Wir machen hier mal weiter. Heute Morgen ungefähr um 4 Uhr kam irgendein fürchterlicher Laut im Zug. Ich habe gerade geschlafen, 3-4 Stunden lang. Und ich habe nur gehört, dieses Kam, 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 Kam. Und es war ein Riesendrama. Und innerhalb von einer Minute sollte ich irgendwie fertig gepackt draußen stehen. Wir waren schon im Bahnhof. Das einzige Manko war, dass der Mensch, der die ganze Zeit Kam, Kam sagt, vor meinen Schuhen stand, sodass ich meine Schuhe nicht anziehen konnte. Wir haben hier gerade eingecheckt in einem Tempel in Alwai. Das ist das International Häuschen hier vom Alwai YMCA. Schicksten Gebäude, das wir hier in ganz Indien bisher von innen gesehen haben. Es gibt Kabelfernsehen mit den erlesensten Programmen. Wir haben gerade unsere Freunde vom YMCA Alwai kennengelernt und die haben uns zum Essen eingeladen und sie haben mir ihr indisches Bier vorgestellt. Es ist durchaus trinkbar, wenn auch nicht ganz qualitativ heranreichend an unser eigenes Bier. Fingen wir da ein Fußballspiel an, auf einem Acker, den man am besten als Reisfeld nutzen sollte und nicht als Fußball spielen. Kilian war in der Mannschaft, die 1-5 verloren hat, bei den Chicas. Und ja, was daran ziemlich traurig war, dass wir halt früh aufstehen mussten um 6.50 Uhr, um pünktlich um 7 Uhr vor der Tür zu stehen, damit wir dann um 7.45 Uhr zum Fußballspielen losgehen konnten. War eigentlich ganz spaßig. ഇല്ലടാ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കറങ്ങി പോലെ നമ്മൾ ഇന്നാലും ഒരു ദിവസം പോയില്ലേ അതെല്ലാം ശ്രമം അവർ കാണാനുള്ള നല്ല പകല് പോലെ This is the beauty of the city. Okay, okay. Figueiras. I'm going to go down. Hey, the winner, look, yeah.
Vienna. French. And okay. This wood also it's good for furniture. This one. Then comes the leaves. In morning itself, you can use as a tank cleaner. It's a natural tank cleaner. Use it and throw it. So each and every part is useful. So Kerala is coconut country. Actually, this part is using for coir carpets. This will put it in the water. After one. See how to break. So see, it's an inner layer, so you can drink this water. Danach haben wir uns zwei Kirchen angeguckt. Eine syrisch-orthodoxe Kirche, die interessanterweise keine Stühle hat, wie ich das auch schon gehört hatte von orthodoxen Kirchen, aber es ist ja eigentlich schon ziemlich krass, wenn man bei deren Hauptgottesdienst am Sonntag 2,5 Stunden tatsächlich die ganze Zeit steht. Ganz putzig war dieser Reliquienschrein, wo ein Heiliger seine Überreste hat liegen lassen, die etwas karnevalsmäßig oder kirmesmäßig da aufgebahrt sind, in vielen blinkenden Lichtern und so. Aber für die scheint es kein Problem zu sein, also es scheint die Heiligkeit nicht in Zweifel zu ziehen, was bei uns ja irgendwie dann doch eher nach Kitsch aussehen würde. Katastrophal wäre, weil das bedeutet hätte, dass Schwimmen nicht mehr möglich gewesen wäre. So aber konnten wir dann uns in unsere Badehosen zwängen, aus dem Bus raus, rein ins Wasser und in richtig schönen großen Wellen baden. Interessant ist auch noch, dass Kinder grundsätzlich mit Klamotten baden gehen, auch wenn sie nicht zum Wechseln da haben. Jenny hat das einfach prompt gemacht, musste halt einen ganzen kleinen Tag mit nassen Klamotten rumrennen. Wobei Kochi ganz schön viel Angst um unseren besonders Kilian hatte, der ein bisschen weiter rausgeschwommen ist. Und je weiter er rausgeschwommen ist, desto höher war die Herzfrequenz von Kochi. Die beiden haben sich dann nochmal ausgesprochen und inzwischen sind sie eigentlich wieder per Du. Jetzt sind wir wieder zurück nach einer atemberaubenden Busfahrt. Wir waren wahnsinnig schnell. Wir haben gelitten. Und sind jetzt eigentlich ziemlich fertig und ein bisschen albern. Okay, ich bin jetzt hier in der Tischerei. Es ist schon der dritte Tag. Ich habe hier schon einige Stunden verbracht. Und ich versuche jetzt nach Matzes Plänen ein korrektes Tor hier auf dieses Brett zu malen, nach den Normen des deutschen Tischfußballverbandes. Und das ist eine ganz schöne Arbeit hier. Klar. Aber die Jungs hier sind neugierig und fleißig. Und ich denke, wir werden es schaffen. Heute ist Freitag, der 15. Und
dass Jana jetzt schon mal ein bisschen durchdreht. Das macht nichts, denn wir haben heute einen langen Tag hinter uns. Wir sind dann anschließend zu einer Firma, wo Aluminiumgegenstände hergestellt werden, gefahren. Und haben dort halt sehen können, wie verschiedene Schüsseln, Gegenstände, Reis, Papa. Danach sind wir zu einer Textilfabrik von dem gleich, also es war eine Kette, die neben der Aluminiumfabrik auch noch zwei Textilfabriken beinhaltet hat. Und die erste hat Kleidung hergestellt und es waren vor allen Dingen Kinderkleidung. Und? Auch auf Deutsch. Ja, wir waren jetzt hier gerade in der Fabrik, in der unter anderem Fruit of the Loom Windbreakers hergestellt werden. Und die werden hier für 4 Euro verkauft, dann nach Irland geschickt und dann in Deutschland verkauft für, ich schätze mal so 40 Euro. Also so viel bleibt da für den Inder nicht hängen. Ist aber trotzdem eine sehr gut gehende Fabrik, die Leute werden ganz gut bezahlt. Ja, in der Textil 2 Firma gab es noch Webstühle zu sehen, die in rasanter Art und Weise und lauter Art und Weise und extrem laut Danach sind wir dann zum Eigentümer dieser 3 Fabriken gefahren, nach Hause, der jetzt eigentlich im Ruhestand ist, aber kostenlos als Ayurveda-Doktor arbeitet. Bevor wir dann zu einem anderen älteren Herrn nach Hause gefahren sind und mit ihm zusammensaßen, aber er sich eigentlich nicht mit uns unterhalten hat. Das war sehr merkwürdig. Anders überlegen. Ja, klar, der ist immer dabei. Das ist sehr nett. Die kümmern sich rührend um uns. Auch ein bisschen viel manchmal, aber macht schon Spaß. Friends, you want to take a picture along with elephant? Ja, da sind wir. Jetzt mal wieder bei einer Autofahrt. Der Henker, der immer gefahren ist wie ein Selbiger, der hat sich jetzt ein bisschen erholt und hat sich jetzt ein bisschen angepasst und fährt fast deutschen Standard. Aber der Regen, der hat hier immer noch indische Schlagkraft. Und ich glaube, der hört auch nie mehr auf. Also, was hier runterkommt,
Das ist einfach unglaublich. Die ganze Nacht hat es durchgeregnet und das ist jetzt wahrscheinlich der fünfte Tag mit Regenfall. Nicht am Stück, wir hatten zwischendurch auch mal ein bisschen trockene Phasen, aber halt nicht viele. Halt gewohnt ist. Auf der einen Seite saßen die Mädels, auf der anderen die Jungs. Ja, ein paar Kinder waren halt auch dabei. Ja, da haben wir halt angefangen. Also Björn hat erstmal da die Stühle runtergestellt, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Dann haben wir uns halt kurz vorgestellt. Joss hat mal wieder einen erzählt, auf einer Sprache, die natürlich keiner so versteht. Ja, und dann haben wir als Vorstellungsrunde, um das Ganze ein bisschen zu intensivieren, halt kleine Gruppen gebildet, was dann auch wohl sehr gut funktioniert hat. Also ich habe dann zusammen mit so ein paar kleinen Jungs da gesessen, ich weiß nicht, wie alt die waren, ich schätze so, von bis 12. Ja, die waren also zuerst ein bisschen zurückhaltend, weil halt auch so ein älterer Onkel da war. Ja, dann kam es dann halt zum Essen in den Raum der alten Herren. In den Herrensalon, der ganz schön siffig war. Da musste ich dann erstmal ein Bier trinken, zum Glück habe ich vorher noch nichts gegessen, dann habe ich das Bier schnell ausgetrunken und habe dann den Saal relativ schnell auch wieder verlassen, mit der Begründung, ich müsste mir was zu essen holen. Habe mich dann aber dann zu den Jungs gesetzt, habe denen dann erstmal gebrieft, dass sie mich ordentlich was fragen sollen, vor allem wenn da so ein älterer Herr vorbeikommt und deren Kommentar war, we manage that. Und die haben sehr, sehr viel gefragt und ich habe ihnen alles beantwortet, was sie wissen wollen. Das war eine Menge, auch ob ich denn meine Freundin lieben würde und ich tue es. Schöne Grüße. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Die Jungs haben so viele Fragen gestellt, aber ich glaube, ich wäre die nächsten 24 Stunden nicht rausgekommen. Also alles in allem war es tierisch geil und es hat richtig viel Spaß gemacht, aber ich kann leider nur für mich sprechen. Ja, also man sollte auch immer eine zweite Meinung einholen, ja. Sagt man auch bei Ärzten. Deswegen nochmal kurz vielleicht ein Wörtchen von jeder. Ich sag euch mal was. Während die anderen sich vergnügten, musste ich in diesen Raum bleiben. Was noch so ein Geheimnis ist, ich dachte, ich nehme mal nicht den Brandy mit Soda, sondern lieber ein Bier, dass die mich nicht ganz so abfüllen. Ich glaube auch. Und das hat zur Folge, dass sie mir ihren scheiß Brandy in dieses versiffte Bier mitgetrunken haben. Und irgendwie, ich sag immer was, es gibt ja schöne Gespräche und so, aber das war keins davon. Und dieser CVM besteht aus sehr vielen sehr netten Menschen, die alle in dem anderen Raum waren. Ich mein's ernst. Okay. അവിടെ കാറ ഇങ്ങനെ കഴുകുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താ അവിടെ അവിടെ ഇല്ലെന്ന് കാട്ടിൽ This is called puttu in Malayalam and puttu means steam cake
rice powder, it's not a rice powder, and it will steam in another one, and this is a machine for puttu. And in between, okay, so in between rice be filled with the coconut that can eat with jackfruit jam. It's a jackfruit jam, so with sugar and banana. Good an appetite. That's called tapioca. Tapioca tree. The fruit of this tree we used to take for food. Like a potato? Yeah, like potato. And this is used for fish curry. Fish curry, the typical fish curries which we have. It's a dry puli. So this is another one like potato. Chena. Then chili. The typical chilies which we have. These are the small chilies. It's too hot. Then comes the black gold of Kerala. It's pepper. Pepper tree. Black gold of Kerala. The most famous spice from Kerala. And you can see the jackfruit. It's called jackfruit. Mummy is drying my clothes. அது உண்டு கொண்டு അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് പറയണേ ചാ ബിയോണ്ട നമ്പർ ഒന്ന് കൊടുക്കണേ ഓക്കെ ഒന്ന് If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, if you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, if you're happy and you know it, if you're happy and you know it, clap your hands. Jetzt mal ehrlich, was waren das jetzt? Die vier Tage?
Das war die absolute Wahnsinnsshow. Ja. Jetzt haben wir das angefangen mit einem Teufelsritt, dann halt mit Wut und Bahn im Distrikt Weinat angekommen. Das Dorf nennt sich Sultan Materi. Und ich war auch so gegen halb eins, eins im Bett. Ja, dann ging es am nächsten Tag munter weiter mit Sightseeing. Wir sind dann erstmal da in der Nachbarschaft rumgegangen, haben erstmal die Leute wachgeklingelt und ich habe mich da mehrfach ein vorgestellt. Und dann kam der Hammer am Nachmittag. Wir sind zu einer Schule gefahren, groß angekündigt worden mit Plakat und allem, was dazu gehört. Kriege ich aus dem Auto raus, zigtausend Kinder strömen auf mich zu, was heißt Kinder, so 16-Jährige. Männlein, sowohl auch Weiblein. Ich wurde erstmal gefragt über alles. Dann ging das irgendwie in eine Klasse geführt. Da saßen dann die ganzen Kinder da und dann musste ich erstmal Reden halten, musste einen vorsingen, musste ganz viele Sachen erzählen. Und nach zwei Stunden war es dann auch vorbei. Am nächsten Tag habe ich festgestellt, dass das Ganze im Fernsehen gesendet worden ist. Der Homestay war ziemlich anstrengend für mich. Es war ein sehr netter Großvater, mit denen ich mich viel unterhalten habe, so weit wie möglich. Die Familienmitglieder waren auch soweit ganz nett, aber leider sehr befehlsgewohnt. Blutegel, stimmt, wir waren bei den Wasserfällen und ich habe ein paar Blutegel eingesammelt. Die waren richtig geil, die waren richtig dick und wenn man da Salz drauf packt, dann fangen die an zu platzen. Ja, und heute sind wir halt in einem Teufelsritt. In einem Teufelsritt, 12 Stunden lang Bus nonstop mit einer Viertelstunde Pause zum Pinkeln mal zwischendurch, sind wir eigentlich dann hierher kutschiert und jetzt sind wir hier in diesem Club und irgendwie ist alles nur irgendwie ein bisschen verrückt. Ich bin ganz gespannt, wie das Camp jetzt wird. Ich hoffe, es bleibt so, wie es jetzt am Abschluss gewesen ist, dass diese steife Vorstellungsrunde, wo sowieso keiner zugehört hat, dass es jetzt einfach weiter locker zugeht und wir ganz viel Spaß haben. Dann bin ich mit dem Zug halt hierher gefahren und saß dann hier und es passierte nichts. Zwischendurch kamen immer welche und haben gefragt, wie ich heiße, was ungefähr so 60 Mal heute passiert ist im Laufe des Abends. Und wenn das so weitergeht, dann bin ich froh, wenn dann hoffentlich bald Sonntag ist, aber wir schaffen das schon irgendwie. Erschlagen und ziemlich gaga. Richtig gaga. Also, das ist der Untergang. Wirklich. Ja, wir haben heute noch bei Koshi zum Mittag gegessen und vorher eine Ayurveda-Fabrik besichtigt. After this, we are preparing herbal medicine and medicinal massaging oil. This is our kitchen, pharmacy. We are manufacturing around 60 numbers of oil. There you saw some herbs and woods and barks are there, no? We are preparing decoction. Decoction means extracts. We are taking, no, we boil it. So we are making the Ayurveda tablet. It's our traditional way, it's no doubt. Yeah. Mm-hmm.
Legia. It's another form of medicine. Turna, Gulligas, Kashaya, different forms of oils. Wir sind hier, denke ich mal, alle mit ziemlich offener Sichtweise hergekommen und haben auch alles in uns aufgesogen, geduldig alles übertragen, ertragen. Aber jetzt sind wir wirklich in einer Phase, einer Abgrenzungsphase. Ja? Vor allem war ich beim Tischler und habe insgesamt über 10 Stunden dazu gebracht, um den Tischlern zu erklären, was eigentlich ein Zentimeter ist. Ich war in LLP. Im Großen und Ganzen war das eine sehr gute Zeit mit dem Typen, auch wenn ich mich jetzt sehr freue, euch wiederzusehen. Wir waren unter anderem so eine Backwaters-Tour gemacht, wo wir den ganzen Tag lang mit so einem Schiff da durchs Paradies gefahren sind. Nicht so schön war, dass ich unter deren Ängsten leiden durfte, dass sie, also das Meer ist da sehr gefährlich, sagt man. Das ist so ungefähr wie die Ostensee bei Flaute. Und das ein oder andere Mal, da hätte ich mir vielleicht ein Stück Freiheit gewünscht. Irgendwie, ich kenne das nicht so, so wie im Kindergarten behandelt zu werden, aber... Das sind Nuancen und im Ganzen war es eine super Zeit. Und falls der mal Deutsch lernt, danke Arjun. Jeder needs the ability to make right decisions. And so it's also necessary that the leader is hard work. Ah, Vikti, വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായി അവർക്ക് തീരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. Ein schönes Portemonnaie, was man natürlich jeden Tag gebrauchen kann. Eine Hose habe ich gekriegt und das hier ist eine Handwaschkanne. Damit kann man sich dann so die Hände waschen. Das ist Kaffee in der Rohform. Ich hoffe, dass es vielleicht verschimmelt. Das ist geil, das ist so ein, da muss man dann riechen, wenn es reibt. Ja, ungefähr so. Alter, das ist mal viel Pfeffer. Enorm, wie die getanzt haben. Mach mal nicht zu tief die Kamera, also die können gut tanzen, die Leute. Wir schaffen es sogar plötzlich mit Mädchen zu tanzen. Wobei wir uns nicht ganz sicher sind, ob sie das jetzt gemacht haben, weil sie uns plötzlich gesehen haben, wie wir ungezwungen mit den Jungs getanzt haben oder ob die das tatsächlich dann plötzlich so freiwillig so locker machen. Das haben die sich nicht neu ausgedacht und abgeguckt. Das können die schon länger, das sind nämlich, eigentlich sind das die Charmeure. Hier haben wir das Getriebe. Hier eine Gelenkwelle, auch Kardanwelle genannt. Eine einigermaßen vernünftige Lagerung. Manchmal sieht man auch, dass die Lagerung hier ist und dann die Welle hier so rumschwingt. Und hier sehen wir das Differential. Auch sehr schön sichtbar, hier wieder mit einer Doppelgelenkwelle und sind das hier in das Differential leider nicht aufgerostet, kann man leider nicht sehen. Oh, dieses Gerät genau geradeaus, wo dieses blaue Blech oder annähernd blaue Blech davor ist, das müsste der Motor sein und hier halt der Getriebeflansch mit der Kupplung. Können wir mal zum Bus weitergehen? Also der ganze Bus kann hier nicht lange stehen, weil die Reifen haben noch ganz gut Spannung. Wir sehen sehr schön die auch relativ einfache Technik hier im Bus. Einfach die Lenkung wird mit einer Gelenkwelle nach unten durchgeleitet. Also das ist doch richtig Technik zum Anfassen. Oh, wir können in den Bus reingucken. Etwas instabil hier, es ist auch etwas sehr eklig. Zum Glück tun hier keine Affen rum. Der Motor müsste ungefähr da sitzen, weil da ist es meistens relativ warm. Hier unten runter sehen wir das Getriebe und alles, was dazugehört. Das Herzstück dieses Busses kommt nun zum Vorschein. Ein altes Schaf. Und wir haben jetzt gerade diesen wunderbaren Teil abgeholt, die Björn in mühsamer Handarbeit aufgezeichnet hat. Und die haben die jetzt ausgeschnitten. Das hier ist eine Torwand. Wir sehen also hier dieses wunderbare Tor. Wir hatten jetzt leider ein kleines Problem, weil die hier nicht auf Millimeter genau arbeiten. Ist hier der Durchmesser nur 25, wir brauchen aber 26. Wir haben also wohl noch ein bisschen Handarbeit, um das hier auszufeilen.
Wir sind hier schon mächtig am Schwitzen, haben jetzt auch schon fast die ersten vier Schrauben drin. Das wird jetzt eingeschätzungsweise nur noch 8 Stunden dauern, also wird gut. Also heute haben wir die Zelte abgebrochen auf dem Column Camp, dem Camp, wo 100 Jugendliche aus ganz Kerala zusammengekommen sind. Und dann sind wir eine ganze Weile lang landeinwärts gefahren. Hier im Osten ist eigentlich ganz schön hier, so auf halbem Wege zu den Westcats. Und man hat schon ein bisschen mehr Aussicht und kann nicht nur bis zur nächsten Fokusreihe gucken, sondern sieht schon, dass dieses Land vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Dann allerdings sind wir beim CVLM angekommen, wo es hieß, es gibt nur ein kleines informelles Treffen mit 100 Gästen. Also da waren schätzungsweise 20 bis 30 kleine Kinder, 20 Frauen aus dem Deep Project, das mit Mitteln des CVLM Deutschlands oder wahrscheinlich auch des Nordbundes gefördert wurde. Und dort stehen die Seife und Kerzen her. Außerdem kann man da auch noch nähen, glaube ich, lernen. Was die Männer da lernen, das haben die uns nicht gezeigt. Die Frauen waren aber vor Ort und haben uns gezeigt, beziehungsweise haben mir gezeigt, wie man Seife macht. After making this at least 2 hours, we have to wait for that. But for you people, they are making. Während die anderen der Gruppe in einer Diskussion saßen, eine Diskussionsrunde mit den Jugendlichen, die allerdings moderiert wurde von 2 älteren Herren, wodurch die Meinungsfreiheit nicht immer ganz zum Tragen kam. Das Kulturprogramm bestand daraus, dass viele Jugendliche da auf die Bühne gegangen sind, also eine richtige Bühne mit Vorhang und jemand, der den Vorhang immer hochgehalten hat, weil man es anscheinend nicht befestigen konnte. War eine super Sache. Also das ganze Event hat gegen Ende an Schwung gewonnen und war zum Ende, also ganz zum Schluss genauso, wie wir es haben wollten. Wir haben nämlich mit den Jugendlichen vom Univy da rumgetanzt und noch Spaß gehabt. Jeder war happy, aber das war auch nur ein Lied lang so und dann sind wir auch schon nach Hause gefahren. Ja, schade, dass das Ding nicht so angefangen hat. So, wir kamen also an und haben erstmal einen Dingsbums bekommen. Mit wunderschönem Sandelholz, wunderschöne Handarbeit. Dann gab es die Indo-German Youth Exchange Ehrenmedaille. Danach gab es einen Ehrenschal, den man hier kriegt. Das ist kein Dhoti. Man bemerke hier der Goldrand. Wie Arno mit der Goldkante. Das ist den Yuva Ratana Award. Hier mit dem Bild von Kilian. Jeder hat es eins bekommen. Und dann haben wir noch ein wunderschönes Geschenk bekommen. Ein Geflecht, auch in den schönsten lila und rosa Tönen, wo YMCA draufgestickt war. Das haben wir jetzt leider
glaube ich, dagelassen. Ähnlich wie die anderen Bilderrahmen, die wir gekriegt haben. All of you, you people also, please. Okay. Where are the other? Where is my big man? So verkehrt ist ja gar nicht der Mann. Also, so anstrengend das wirken kann, wenn jemand meint, er weiß alles, ist das ja doch lediglich nur das, was ich von mir in ihm spiegle. Klar soweit? Habt ihr eigentlich Badesachen mit? Ja, ich habe eine Badehose mit mir. Ich nicht. Ja, das zum Beispiel, das ist so ein Bus, nur dass die... Das ist ein ganz hervorragendes, ausgebautes öffentliches Verkehrssystem, wo die mit solchen Booten, baugleich wie sie hier abgewrackt werden, wie die Henker rumfahren und in einer regelmäßigen Taktung von zum Beispiel einer halben Stunde die Leute hin und her kuschieren. Und dann gibt es viele kleine solche Haltestellen, die wir sicherlich später noch sehen werden. Ja, gestern war Montag, der 25. September. Und zwar waren wir in einem Kinderheim und das war am Anfang relativ steif. Das Ganze begann mit so einer Rede, Begrüßung, sogar in Deutsch. Wir haben das Ganze dann ein bisschen aufgelockert, indem wir dann Lieder gesungen haben, auch auf deutsche Lieder. Und die haben dann auch nochmal Lieder gesungen. Wir haben den Gründern in zwei Gruppen Mau Mau beigebracht und das war absolut cool. Das Geile war eigentlich, nachdem er da relativ steif angefangen hat, haben sie uns dann doch irgendwie stundenlang mit den Kindern haben Karten spielen lassen. Das war eigentlich sehr, sehr geil und ziemlich locker. Haben also munter Karten gespielt, auch dann mal ganz ungezwungen mit dem, was war es, Chief Secretary, keine Ahnung. Vice President of Vice India. Das war ein sehr India. Unterhalten und der hat uns dann einfach mal auch ein bisschen rumgeführt. War sehr, sehr locker, ungezwungen, war sehr geil und ich bin jetzt irgendwie auch sehr entspannt.
Wir sind dann anschließend zum Tsunami-Projekt gefahren und haben einen kleinen Spaziergang gemacht durch die Backwaters, direkt die Orte besucht, wo die Häuser die finanzielle Unterstützung bekommen durch verschiedene Organisationen, unter anderem auch Deutschland und dem Southwest YMCA Kerala. Und das sind so quadratische Häuser mit einem Stockwerk und einer Dachterrasse. Da wohnen jeweils Familien drin von ungefähr 6 Personen. Es gibt 2 Schlafzimmer, eine Küche, einen Gemeinschaftsraum und so eine Art Veranda und dann halt oben diese Dachterrasse. Insgesamt ziemlich komfortabel und sehr stabil. Und wir sind dann noch zu einem, wie ich finde, Gedächtnisort gefahren, nämlich direkt an den Strand, der am meisten getroffen wurde. Da war das Problem, dass die Landzunge überhaupt nicht verlassen werden konnte von den betroffenen Tsunami-Opfern und deshalb auch sehr viele umgekommen sind. Wir haben den Friedhof gesehen. Auch wenn man davon heute nicht mehr so viel sieht. Und das war sehr, also hat mich sehr nachdenklich gestimmt. The Arabian Sea and the other side is Kayangalam Lake. So from here people are running. They can't able to escape at that time. Besonders schön fand ich an diesem Platz, dass dort ein ganz berühmter Bildhauer hier in Indien eine Frau dargestellt hat, die sich zum Meer hinrichtet, die Hände so leicht erhoben. Den Herrscher der Meere sozusagen, der zu Gott betet und bittet, dass das nie wieder passiert. Das ist nie wieder passiert, genau. Meine Arbeit besteht im Grunde dadurch, dass ich repräsentiere. Das heißt, ich bin wo und durch Sein strahle ich. Und dann strahle ich aus, dass ich ein Deutscher bin und warte ab, bis ein paar Leute kommen, mir ihre Hand anbieten und ich sie schüttle. Regelmäßig besteht meine Arbeit auch noch darin, dass ich meinen Namen sage und sage, wer ich bin und was ich mache und wo ich herkomme und wie viele Geschwister ich habe und was die machen und was meine Eltern machen. Und dass mir das Essen gut schmeckt. Dass es eine wunderschöne Landschaft ist und dass die Menschen nett sind. Und weil denen das zu positiv ist, sage ich dann auch noch immer, dass der Verkehr eine Katastrophe ist. Das ist so das Alltagsgeschäft hier. Vatertag! Vatertag! Ich Vatertag! Birds are swimming in the Come on, God, 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 സ്റ്റാർട്ടിങ് എവിടെ ഏട്ടാ സ്റ്റാർട്ടിങ് പുറത്തങ്ങോട്ട് പോകണം ആ ബോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന അപ്പുറം Yeah.
Also, wir sind hier nur mit der Idee und ein paar Stangen hergekommen. Und jetzt steht hier ein Tisch. Ja, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Ich hätte vor einer Woche noch gar keine gedacht. Wahnsinn. 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 Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir nehmen die erste Stange, den Krüger. Und stopp, jetzt ist es interessant. Palmenlandschaft und ganz viele andere Hausboote waren am Rand, die auch teilweise gebaut worden sind und sich für die nächste Saison aufgemacht haben. Und wir zuckelten dann munter den Arm entlang und sind dann also durch die City von Ernakulum, war es glaube ich, auch von Kochi, in einer Monstertour nach Albay gefahren. Charterflüge halt, ja. Ja, sind auch gut gelandet, waren gegen 9 hier. Okay. Als in allen 3 Stunden, vorausgesagt mal 1,5, das passt. Jetzt ist alles entspannt und ich hoffe mal, die nächsten Tage werden ähnlich entspannt wie der heutige. Gute Nacht. Attention please. And go. Yeah. Push it off. Yay! Adikada mone adik. Thank you. No. So. Ich glaube, ich werde nie wieder ein indisches Baby. Was, wollt ihr jetzt ein Foto stellen? Das ist doch keine Kamera, keine Fotokamera. Fine, so we are leaving in about 1 hour. And, yeah, now we are enjoying the last minutes here in Kerala. Guck mich einfach kurz mal an, das ist aus, als würdest du mich mögen. Aber nein, da kommt schon der Nächste. Look back.
So, es ist der 1. Oktober, 10.23 Uhr. Wir sitzen jetzt hier gerade in einem überteuerten Café im Pariser Flughafen und warten darauf, dass in einer Stunde unser finales Flugzeug nach Hamburg losgeht. Ja, die Reise war lang. Um 18 Uhr losgeflogen. Sind wir dann in Denkelor gelandet. Denkelor war ganz großartig. Riesenkino. Wir sind erstmal aus dem Flughafen raus mit unserem Gepäck und standen dann draußen in einer Warteschlange von der internationalen Abfertigung. Das würden Sie. So, wir stehen jetzt hier gerade am Bangalore Flughafen in der internationalen Abfertigung und wir stehen hier gerade in einer Schlange mit mehreren hundert von anderen Leuten und es geht sehr schleppend voran. Und ich muss jetzt hier im Rand bleiben, denn hier sieht es aus wie auf der Bangalore Straße, nur der Stärkere kommt hier durch und wir versuchen jetzt mal der Stärkere zu sein. Also gegen 2 Uhr waren wir dann halt auch im Flugzeug. In einem saukalten Flugzeug mit gefühlsmäßigen 15 Grad. Ich sag euch mal, was diese Interkontinentalflüge schlauchen immer ein bisschen. Aber dennoch lohnt es sich immer wieder. Weil es einfach geil ist. Mein Fazit von der Indienreise ist alles in allem sehr gut. Ich fand sie immer interessant, manchmal lustig. Manchmal anstrengend. Nach dieser doch langen, sehr interessanten Reise mit vielen verschiedenen Erlebnissen bin ich jetzt doch wieder ganz froh, auch mal in Deutschland zu sein. Zwischendurch haben mich diese ewigen YMCA-Besuche und Teach-Seminar und sowas doch schon verrückt gemacht, weil das nun überhaupt nicht mein Ding ist, aber dafür haben andere Sachen das wieder ausgeglichen. Viele interessante Gesprächsthemen, viele interessante Dinge, die ich gesehen habe, erlebt habe. Leute, die ich kennengelernt habe in einer relativ kurzen Zeit. Es erstaunt mich immer wieder, wie schnell man mit ganz verschiedenen Leuten eigentlich Freundschaften aufbauen kann, auch wenn man in anderen Ländern wohnt und eigentlich andere Ansichten hat. Aber es geht ganz einfach und das war für mich immer so das Highlight der Reise. Es ist auch faszinierend, dass diese Reise, je länger sie zurückliegt, jetzt ja schon fast 24 Stunden, dass sie immer besser wird. Ja, wir sind jetzt hier gerade in Hamburg gelandet. Ja, es wird von Stunde zu Stunde besser und ich denke mal, in einer Woche war das die geilste Reise unseres Lebens. Matzi. Ja, Kian. Du musst ein gutes Statement abgeben. Ich ein Statement? Mir fällt aber eh nur noch sinnlos ein jetzt so gegen Ende.